Es ist eine junge Marke, aber sie baut nun mal Hommage-Uhren. Und dann noch Quarzuhren. Und Uhren, die zum Teil unter 200 € kosten. Interessiert das überhaupt irgendjemanden oder wird dieses Video zerrissen? Also mir gefallen sie ja und ich habe mir zum Geburtstag auch eine gewünscht, insofern. Ach, mir gefallen die Uhren. Ich mach's einfach und sag ganz frisch von der Leber weg, was ich von der Marke halte. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute möchte ich über eine Marke sprechen, die in München sitzt, Mien Munich. Mien, MIYEN, sieht auf den ersten Blick aus wie ein chinesischer Name. Und Mien macht doch überhaupt kein Geheimnis daraus, dass sie ihre Uhren in China produzieren lassen. Ebenso wenig macht Mien ein Geheimnis daraus, dass sie Hommage-Uhren baut. Trotzdem finde ich, dass es wert ist, über diese Marke zu sprechen, denn ich habe überhaupt kein Problem mit Hommagen, solange sie sich ausreichend stark vom Originalvorbild abgrenzen. Mit Fakes habe ich ein Problem, das ist Mien aber nicht, weil sie sich eben ausreichend stark abgrenzen und weil sie ein eigenes Logo haben. Eine Produktion in China kann wirklich schlecht sein, muss es aber nicht, denn in China werden ganz unterschiedliche Qualitäten produziert und die Uhren, die ich von Mien bisher gesehen habe, waren alle wirklich gut verarbeitet. Mien ist eine Firma, wie gesagt, die in München sitzt und alle Uhren werden aus Edelstahl gefertigt, haben ein Saphirglas auf der Vorder- und Rückseite, haben ein Quarzwerk, aber kein No-Name-Quarzwerk, sondern ein Miyota-Quarzwerk und liegen preislich in einem Bereich von 189 Euro bis 279 Euro. Bei der 279-Euro-Version ist dann allerdings auch eine Keramiklünette verbaut. Mien ist gegründet worden von Uhrenfreunden, beziehungsweise der zweite Gesellschafter ist ein Herr, der über 20 Jahre Erfahrung in der Uhrenbranche hat, und der dritte Gesellschafter ist eine Designagentur, die für Marketing und Design zuständig ist. Was ich aber am besten finde, ist, dass die Uhren zwar in China produziert werden, aber in Augsburg ein Uhrmacher die Endkontrolle macht und auch für alle Reklamationsfragen hier in Deutschland vor Ort Ansprechpartner ist. Das erlaubt es Mien, auf die Uhren nicht 2, sondern 3 Jahre Garantie zu geben. Die Uhren werden vorwiegend im Direktvertrieb vertrieben. Es gibt aber auch einige stationäre Händler, die Mien-Uhren im Angebot haben. Aber der Hauptvertriebskanal soll der Online-Vertriebskanal sein, entweder über deren Webseite oder über Amazon. Ja, zum Thema Hommage. Natürlich kann man den Uhren ansehen, an welchen Vorbildern sie sich orientieren. Das kann man nicht wegdiskutieren, das muss man nicht wegdiskutieren und das möchte Mien auch gar nicht wegdiskutieren. Wo Mien aber Wert drauf legt, ist, dass sie diese Uhren designmäßig so modifiziert haben, dass sie durchaus ein eigenes Erscheinungsbild haben. Natürlich, die Formgebung und die Farbgebung orientieren sich am Original und das ist so der allererste Eindruck, den man hat, und deswegen erkennt man die Uhren auch so leicht. Aber sowohl die Zeiger als auch das Ziffernblatt-Design, die Anordnung von Text, das typische Mien-Logo auf der 12, der rote Sekundenzeiger, teilweise die Indizes, alles das sind Sachen, die Mien extra verwendet, um sich ausreichend stark von dem Design des Vorbildes abzusetzen. Am schönsten finde ich, weil das ist auch etwas, was ich so noch nirgendwo gesehen habe, dass auf dem Reo die
Koordinaten der Heimatstadt München stehen. Da, wo bei Rolex Rolex steht, steht bei Mien eingraviert die Koordinaten von München. Finde ich eine sehr schöne Idee, finde ich. Auch nett umgesetzt und habe ich auch erst beim zweiten oder dritten Hingucken entdeckt. Und gerade solche Details mag ich, wenn man sie nicht direkt auf den ersten Blick sieht. Ein weiteres Qualitätsmerkmal für die Uhren von Mien ist, dass sie nicht nur ein Saphirglas haben, sondern auch, dass alle, oder sagen wir mal, fast alle Teile, die sich verschrauben lassen, auch verschraubt sind. So ist das Stahlband bei allen Uhren verschraubt, die Glieder sind verschraubt, die Anstöße sind massiv. Der Anstoß selber ist mit einem Federsteg gemacht, den hätte man theoretisch auch verschrauben können, hätte aber designmäßig nicht so richtig gepasst. Die Krone ist verschraubt, der Boden ist verschraubt, finde ich alles gut. Und alle Uhren von Mien sind bis 100 Meter mindestens wasserdicht. Es gibt auch ein Modell, das bis 200 Meter wasserdicht ist. Die Uhren von Mien kommen in einer Box ohne Bedienungsanleitung. Also das hätte man vielleicht nicht sparen müssen, aber man kann die sich auf der Homepage runterladen. Ja, mein Fazit zu Mien. Ich finde es gut, dass Uhren für den Alltag, die robust genug sind, alles mitzumachen, was Wasserdichtigkeit, Saphirglas, Kratzfestigkeit, Edelstahlgehäuse, Edelstahlarmband betrifft, zu diesen Preisen angeboten werden für jeden, der sich eine Uhr kaufen möchte, es sich aber nicht leisten kann, mehrere hundert Euro für eine Uhr auszugeben. Im Laufe der nächsten Wochen werde ich euch noch drei Uhren von Mien vorstellen und sollte ich eine zum Geburtstag bekommen, wie ich es mir gewünscht habe, wahrscheinlich auch ein eine Woche am Arm Video. Das ist so mein erstes grobes Fazit zu Mien. Also insgesamt eine Marke, die mir sehr sympathisch ist, sowohl von den Uhren als auch vom direkten Kontakt mit Mien. Wirklich alles toll gelaufen. Von meiner Seite aus habe ich da überhaupt keine Berührungsängste und freue mich drauf, die Uhren zu sehen und auch zu tragen.